Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Meine war wunderschön. Wir werden heute wieder allerhand Sachen machen, die ich mir ausgedacht habe. Mal gucken, ob wir alles hinbekommen. Ich vermute nicht, weil das wieder zu lange dauern wird. Aber ist ja auch egal. So. Oh, Judy ist hier und scheint zu singen. Sing ruhig, Judy. Du brauchst nicht schüchtern zu sein mit deinem Singen. Du hast bestimmt eine sehr schöne Singstimme. So, aber man muss ja die ganzen Kürbisse jeden Tag gießen, damit es dir gut geht. Guck mal, jetzt sehen die auch schon anders aus, ne? Die sehen jetzt schon größer aus. Aber ich glaube, man kann jetzt noch nicht die Farbe vorhersagen, weil jetzt sehen sie noch sehr grün aus. Bin ich aber sehr gespannt. Ich glaube, ab morgen können wir dann sehen, welche Farbe das ist. Und Judy, wie geht's dir so? Ach nee, die heißt Misuzu im Deutschen. Ich glaube, im Englischen heißt sie Judy. Oder Judy. 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 Ah, wie erfreulich, dir zu begegnen. Träum. Ich wollte euch noch so viel erledigen. Die Zeit vergeht einfach zu schnell. Das stimmt. Ich auch. Also los, ab in die Schneiderei. Medusa hat mir nämlich gestern gesagt, da meinte ich ja, wie hat die Schneiderei denn nichts für Halloween? Und da meinte, diese Ringelsöckchen wären das Halloween-Kostüm von gestern gewesen. Heißt, anscheinend gibt es doch jeden Tag irgendwas mit Halloween-mäßiges. Mir ist es nur nicht als Halloween-mäßig aufgefallen. Dann vermute ich, heute sind diese Tierhüte das Halloween-mäßige, oder was? Also, ich habe sie davor zumindest noch nie gesehen. Und daher vermute ich mal, dass die heute das Halloween-Kram sind. Aber ich erwarte doch bei Halloween nicht irgendwie so Fasching-mäßig, sondern irgendwas Gruseliges. Ich weiß nicht. Ja komm, nehmen wir hier so hässlich weiße Öhrchen mit. Möchte ich nicht tragen, sind nämlich hässlich. Schneiderei abgehakt, was haben die Nooks heute? Das ist ja irgendwie immer das Erste, was man am Tag macht. In die beiden Läden reinschauen, bevor sie auch schließen. Es ist heute auch schon relativ spät. Wahrscheinlich kommt das auch heute nicht mehr raus, das Video. Alter, ein riesiger Kürbistisch mag das sein. Der kostet 22.000. Das wird immer teurer. Ich muss noch Sachen umziehen. Oh, shit. Ich glaube, ich habe auf dem Konto nur noch, keine Ahnung, paar hunderttausend. Es langt auf jeden Fall nicht, dass ich alle meine Leute umziehen lassen kann. Ein Kimono-Dingsbums. Kimono-Stand. Mit so einem geilen Adler drauf. Ja, 220.000 kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Danke, ihr Nooks. Ich habe sowieso schon Kimono-Stand. Zwar nicht mit so einem Symbol da drauf, aber meiner ist auch cool. Ich mag mein Kimono-Stand auch. Dann nehmen wir natürlich noch unseren Bonbon für heute mit. Und ganz wichtig, wir brauchen noch ein paar Umgestaltungssets. Genau, dafür brauche ich nämlich ganz, ganz viele, glaube ich. Oh, scheiße, die drücken ja auch richtig das Geld. Oh mein Gott. Also, ich habe so ein kleines Sterni-Problem. Ich habe nämlich mir ein paar Codes aus dem Internet geholt für... Oh, den Kürbistisch kann man auch umdesignen. Okay, das gucken wir uns gleich an. Aber ich möchte eigentlich die Papierlaternen umdesignen. Da kursieren nämlich gerade in die Internet ein paar coole Muster. Die haben auch so schon geile Muster, fällt mir hier gerade auf. Man kann hier auch andere Designs... Oh, das ist ja mega gut. Aber ich habe mir da eigene Designs runtergeladen. Nämlich einmal diese Pumpkins extra für Halloween. Die werden wir wahrscheinlich auch überall auf der Insel irgendwann mal platzieren, aber heute werden wir erstmal nur zwei Laternchen für den Friedhof gestalten. Und die sehen halt mega cool aus, wenn es dunkel ist. So, dann gucken wir noch einmal kurz, wie man dann den Kürbistisch umdesignen könnte. Ah, aber das kostet Kürbisse, genau. Ach, man kann den in verschiedenen Kürbis, Farben machen. Dafür braucht man dann auch die verschiedenen Kürbisse. Alles klar. Aber ein Orange ist sowieso am hübschesten. Ja, ja. So, auf zum Friedhof. Beziehungsweise noch nicht. Erst zum Rathaus, weil da kann ich ja gleich Lupo mitnehmen. Was ist das denn auch für ein Wesen hier? Eine Singgrille. Du musst nicht mehr alles alleine machen. Du singst, ich grille. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir doch Lupo dahin schicken, auch wenn die Nicole als einzige meinte, ja, der Heinz wäre da auch ganz gut, weil sie ihn irgendwie clownmäßig findet und sie das witzig fände. Aber sorry, Nicole, aber der Lupo passt für mich einfach zum Friedhof und ich glaube, ich wäre mit Heinz nicht zufrieden. Für Heinz finden wir eine andere gute Aufgabe, okay? Tja, also sind die Dinge, Lupo. Bist du damit einverstanden? Ach ja, ja, mach du ruhig, Ovo, Ovo. Alles klar, du kannst auf mich zählen, Lupo. Oh, sein Haus passt sogar perfekt dahin. Das ist auch so lila-mäßig. Mega gut. Okay, das machen wir. Lupo zieht hier hin. Dann ist endlich mal ein bisschen Leben hier auf dem Friedhof. Leben, weil auf dem Friedhof eigentlich nur tote Leute sind. Witzig. So, dann zieht der hier morgen ein. Hier habe ich mir überlegt, kann man da jetzt durchgehen? Ich habe leider den Zaun jetzt nicht mitgenommen, ne? Ich bin ein bisschen dumm. Dann kann man trotzdem noch da runter gucken. Das finde ich gut. Ich bin aber noch nicht so ganz zufrieden, wie der Friedhof an sich aussieht. Ich habe hier noch ein bisschen verändert zu gestern. Ich habe hier zum Beispiel Unkraut reingetan. Und was ich nicht wusste, Leute, beim Unkraut ist das nämlich so, das kann auch wachsen. Hier, am Anfang sah das so aus wie hier oben. Aber wenn man das so cool haben möchte wie hier unten, dann muss das tatsächlich auch ein paar Tage wachsen. Oder jetzt in diesem Fall halt ein Tag.
fand ich auf jeden Fall interessant soweit. So, was ich mir noch überlegt habe, wir können hier einfach zum Beispiel dazwischen ja noch einen Baum platzieren oder so. Funktioniert das überhaupt, wenn da andere Sachen sind? Ich habe hier nämlich diese schönen Nadelbäume. Oh, es geht tatsächlich, einfach so. Guck mal, das hat doch gleich einen ganz anderen Flair, wenn hier einfach noch so ein Baum zwischensteht. Aber ich hätte trotzdem gerne noch irgendwie so einen Baumstumpf oder so. Sorry, Baum, ich habe dich nur gepflanzt, damit du wieder gefällt werden kannst. So, sehr schön. Dann kann man sich hier auch hinsetzen und sich die Grabsteine angucken, weil die so witzig sind. Ja, ja, und sich mit Lupo unterhalten, wenn er hier am Arbeiten ist, wenn er dann hier morgen einzieht. Und ich habe auch noch so ein geiles Kesselbad mitgenommen. Oh, das ist ja richtig groß. Aber Friedhöfe sind ja so Kultistenplätze. Dann könnte man da ja vielleicht irgendwie so einen Hexenkreis oder so draus machen. Hier meine Papierlaterne. Ui, wie gruselig. Aber doch, doch, gefällt mir. Komm, der Kürbis kommt weg, dafür kommt auf der anderen Seite auch die andere Papierlaterne hin. Da. Ja, ja, komm. Das ist doch gruselig, das passt schon. Und ich habe jetzt einfach noch ein paar Steinhocker gemacht, dass das hier so ein Hexenkreis wird. So irgendwie. Also ich werde das mit der Zeit wahrscheinlich sowieso noch umändern, aber ich finde, so sieht das schon mal besser aus als vorher. Leute, wie findet ihr den Friedhof? Ich finde ihn bisher ganz töfte. So, jetzt haben wir noch einige Aufgaben, wo man nicht so viel Hirnschmalz braucht, weil das sehr repetitiv ist. Denn ich möchte einmal hier den Obstgarten ein bisschen umverlagern. Und zwar geht er jetzt ziemlich in die Breite und ich möchte ihn jetzt eher in die Höhe haben und auch mit weniger Bäumen. Also vielleicht pro Baum eine Reihe oder sowas und dann, keine Ahnung, zwei Bäume in die Breite. Das langt mir dann schon. Ist echt heftig. Am Anfang hatte ich hier 10x10 Baumreihen. Jetzt wird das immer weniger und weniger. So, und dann habe ich an der letzten Folge gefragt, ob ihr vielleicht ein paar Fragen an mich hättet. Und da haben tatsächlich auch einige Leute Fragen gestellt. Ich werde mal auf einige eingehen. Ich habe mir einige rausgesucht. Zum Beispiel hat mir der Zerstörer hat zum Beispiel gefragt, weil ich ja meine Katze auch im letzten Video eingeblendet hatte, vermute ich mal, wie die heißt. Das ist ja einfach zu sagen, die heißt Kira. Wie alt sie ist? Sie ist ungefähr 1,5 Jahre, glaube ich. Also, ich glaube nicht mal. Etwas über ein Jahr alt. Rasse ist eine British Shorthair ist das tatsächlich. Also eine britische Kurzhaarkatze. Ich glaube, die ist auch sehr beliebt in Deutschland. Und wie sie bekommen hat, hat er gefragt. Die hat meine Mutter einfach gekauft. Ganz schnöde einfach. Mutti hat's gekauft. Und dann war sie plötzlich hier. Aber auf Anliegen von mir tatsächlich. Ich hatte da vorher ja schon mal zwei Katzen, die sind allerdings beide gestorben. Und jetzt hatten wir halt nur einen Hund für eine etwas längere Zeit. Und ich habe immer wieder gesagt, oh, so eine Katze wäre doch ganz toll, ich will die Katze, ich will die Katze. Und irgendwann hat dann meine Mutter tatsächlich eine Katze gekauft und ich war sehr glücklich. Den Namen durfte ich sogar selber aussuchen. Durfte ich auch schon bei einer vorherigen Katze tatsächlich. Ich kann ja mal sehen, wie ich überhaupt meine ganzen Katzen so bekommen hatte oder wie die drauf waren. Aber ja, Kira durfte ich mir aussuchen. Heißt übrigens Mörder auf Japanisch. Ist ein japanischer Name und heißt einfach Mörder. Ja, jetzt weißt du vielleicht auch der ein oder andere, warum in Death Note, wenn ihr den Anime geguckt habt, warum der Typ, der da alle umbringt, Kira heißt. Oder warum sie ihn so genannt haben. Fand ich aber ganz passend zu einer Katze, weil davor, jetzt kommen wir zum Bogen zu meinen anderen Katzen. Eine Katze, von der durfte ich auch den Namen bestimmen. Die hieß Mauzi, war ein Kater. Der hat den ganzen Tag nur gemauzt. Deswegen heißt er auch so. Und ich war riesiger Pokémon-Fan früher. Und dann musste dann natürlich meine Katze auch Mauzi heißen. Ich hatte sogar früher geplant, dass ich ihn dann Snowbillycat nenne, sobald er ein bisschen größer ist. Aber daraus wird dann leider nichts, weil meine Eltern beiden, nee, das ist nicht gut, wenn du deiner Katze einen Namen gibst, die dann den Namen lernt und die dann irgendwann umbenennst. Und dann ist der quasi jetzt sein ganzes Leben lang Mauzi. Der war aber relativ langweilig, muss ich sagen. Das war, ja, der hat den ganzen Tag nur geschlafen und gefressen und gemaust zwischendurch, dass er Essen haben will. Mehr hat er nicht gemacht. Der war trotzdem nicht fett. Aber er hat eigentlich den ganzen Tag nur gefressen und geschlafen. Ironischerweise ist er dann am Ende gestorben, weil er verhungert ist, glaube ich. Also er hatte irgendwas mit seinem Magen oder so und dann ist er aber schlussendlich verhungert. Ja, aber das war die eine Katze. Die andere Katze heißt Luzi oder hieß Luzi, ist leider auch gestorben. Das war eine schwarze Katze. Achso, hier Mauzi war übrigens eine Whiskers-Katze, damit ihr euch vorstellen könnt, wie der aussah. Also so eine gestreifte Katze einfach. Und ja, die zweite Katze hieß Luzi. Das war auch meine Lieblingskatze von den zwei Katzen, die ich davor hatte. Das war eine schwarze Katze. Keine Ahnung, was das für eine Rasse ist. Und ich glaube, Whiskers-Katze heißt die erste Rasse auch nicht. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ja, die war richtig cool. Das war eine von einem Wurf. Warte, ich muss das mal kurz in meinem Brain alles richtig ordnen. Also, wir hatten noch eine andere Katze hier. Allerdings haben wir die nicht selber geholt, sondern die ist uns zugelaufen. Das war quasi so eine Streunerkatze.
Und ja, es war eine Katze und kein Kater. Und die war wohl irgendwie trächtig, hat also in unserem Haus, obwohl sie uns gar nicht gehört hat, einfach ihre Kinder geboren. Und dann hatten wir hier ganz viele kleine Katzen, die haben wir alle weggegeben. Aber eine Katze von diesem Wurf, die diese Katze da ausgegeben hat, war Luzi. Wer hätte es gedacht? Und die haben wir auch behalten. Aber wir haben sie nur behalten, also eigentlich wollten wir gar keine Katze behalten, weil die Mutter Luzi immer wieder von den anderen weggetragen hat. Also irgendwie mochte die nicht und wollte, dass sie stirbt. In der freien Wildbahn wär die wahrscheinlich wirklich gestorben. Und das waren wir so traurig, dass wir sie dann behalten haben. Ich weiß auch gar nicht, warum die Mutter die nicht haben wollte. Vielleicht waren das zu viele Kinder oder so und die konnte die nicht alle durchbringen. Und das war einfach Zufall, dass sie dann Luzi nicht mochte. Oder keine Ahnung. Die Natur ist grausam, Leute. Die Natur ist grausam. Weil die hat jetzt echt lang gelebt, so. Ich glaube, 16 Jahre oder so hat die tatsächlich gelebt. Also an ihren schlechten Genen oder so kann es nicht liegen, dass die Katze die nicht haben wollte. Aber das war Luzi. Die war sehr, sehr cool. Die ist auch sehr oft rausgegangen, hat viel gejagt. Die hat mir sogar mal einen Hasen in mein Zimmer gebracht. Das war richtig gruselig. Also so einen richtig ausgewachsenen Hasen hat die einfach erlegt. Und das war deswegen gruselig. Also erstens, weil Hasen voll süß sind und man will keinen toten Hasen in seinem Zimmer haben, so. Und zum anderen habe ich da halt einfach reingefasst. In irgend so was Feuchtes, Blödes habe ich reingefasst. Und dann habe ich erst gemerkt, dass es ein Hase war. Also es war dunkel und meine Katze hat da an irgendwas rumgefressen in mein Zimmer. Und dann wollte ich halt gucken, was das ist. Dann habe ich dann irgendwas Feuchtes, Ekliges gefasst. Und dann Licht angemacht und dann, oh ja, geil, ein Hase. Danke, Katze. Sehr nett von dir, dass du mir einen Hasen bringst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Das war auf jeden Fall ein bisschen widerlich. Aber ja, die war toll. Und die durfte auch immer in meinem Bett schlafen und so. Das war eine tolle Zeit. Das war eine sehr tolle Katze. Aber ja, so viel zu den Katzen, die ich davor hatte. Und meine neue Katze, die Kira. Die Kira ist nämlich irgendwie ganz anders als die Katzen. Also allgemein, all meine Katzen haben so eine richtig eigene, krasse Persönlichkeit gehabt. Ich weiß auch nicht. Und die Kira, als Baby hat die sich super häufig auf den Hintern gesetzt und hat dann gespielt oder irgendwas gemacht. Also so richtig auf die beiden Hinterpfoten und sich dann auf den Hintern gesetzt und irgendwie so aufgerichtet. Das war richtig komisch. Ich glaube, das ist auch nicht normal für Katzen. Aber das hat die immer gemacht. Jetzt, wo sie ein Jahr geworden ist, macht sie das irgendwie gar nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade, weil das war ihr USP so quasi. Und die ist auch so drauf, dass sie einen kratzt und beißt, wenn man sie streichelt. Auch ganz komisch. Kann ich von meinen Katzen davor auch nicht. Aber auch irgendwie süß dabei. Und wenn sie kratzt, also es ist kein böses Kratzen so, sondern das ist eher so ein, keine Ahnung, ich hab dich lieb kratzen. Also ich habe gesehen, dass Katzen das anscheinend gerne machen, einen ab und zu mal kratzen und beißen, wenn man die streichelt, weil eigentlich genießt sie das. Sie schnurrt ja auch und alles. Und kommt auch zu einem hin und will ihre Streicheleinheiten. Aber wenn man sie dann streichelt, dann beißt sie halt irgendwann. Ganz komisch. Und sie braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Die Sache ist jetzt halt auch, sie ist halt die einzige Katze, die jetzt hier gerade im Haus ist. Davor waren die Katzen immer zu zweit und jetzt hat meine Katze quasi nur noch meinen Hund. Aber der Hund ist immer mit der Familie an der Ostsee, weil meine Eltern da oft sind. Heißt, ich bin ziemlich viel alleine mit meiner Katze hier zu Hause. Deswegen mag sie mich wohl auch so gerne. Also es hat Vor- und Nachteile. Aber ja, so viel zu der Katze. Ich hoffe, ich habe deine Frage gut beantwortet, Zerstörer. Wenn du noch weitere Fragen hast, gerne in die Kommentare. So, und jetzt ist nämlich meine Idee gewesen, dass wir das quasi zu so einer Eigenfarm machen, also wo Leute hinkommen können und sich dann die Sachen abholen können und dann bezahlen. Und die bezahlen nämlich dann bei dem Bewohner, dem diese Baumplantage gehört. So war meine Idee. Ist das eine gute Idee? Und jetzt brauche ich hier eigentlich so ein paar Kartons, ne? Aber die sind ja so hässlich. Und man kann die nicht mal umgestalten. Hä, aber es gibt doch verschiedenartige Kartons, oder nicht? Man muss Glück haben mit den Kartons, dass die anders aussehen. Dein Ernst? Ich habe aber nur diese ganz normalen Kartons. Das ist ja jetzt sehr belastend. Ich hatte eigentlich vor, so Obstkartons davor zu platzieren. Und auf die Kartons kommt dann noch irgendwie eine Frucht drauf oder so. Und dann wäre das alles richtig hübsch gewesen. Pass auf, ich zeige euch trotzdem, was ich vorhatte, damit ihr eine Ahnung habt. Hier, so. So in der Art hatte ich das gedacht. Nur halt, dass die Kartons nicht so langweilig aussehen. Und dann vielleicht noch irgendwelche Schilder oder so. Man kann das hier natürlich alles noch ein bisschen dekorieren, je nachdem, wie man das haben will. Und irgendwo kommt dann halt auch noch das Haus. Und wahrscheinlich einfach hier am Anfang. Naja, mal gucken. Aber das sollte dann erstmal für heute lang, I guess. Ich habe jetzt vor, nicht jeden Tag so lange zu machen, weil Animal Crossing ist wirklich mega der Zeitfresser. Und wenn man da dann ein Projekt an einem Tag machen will, kriege ich nicht hin, Leute. Kriege ich einfach nicht hin. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es dann heute bei dem.
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde das ganz gut, wenn ich dann hier ein paar Fragen beantworten kann. Und dann kann ich euch auch einblenden und sowas. Guck mal, jetzt haben wir hier richtig schön viel Platz, um hier noch irgendwas anderes hinzubauen. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Gut, dann war es aber erstmal mit dem Video heute. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.